Ja, hallo erstmal. Schön, dass ihr wieder dabei seid und ich wieder was Neues habe hier für Radio Plan B TV. Und zwar geht es dieses Mal um die Künstlerin Hélène Aubier. Wird nicht jedem etwas sagen, deswegen haben wir ja extra eine Videoaufzeichnung davon gemacht. Hélène Aubier ist Komödiantin, Parodistin, Sängerin, Songwriter, ein Multitalent und das tut sie auch auf der Bühne kund, indem sie nämlich im Moment mit dem Programm tourt. Ich bin alle Frauen. Das ist ein sehenswertes Programm, es hat mich sehr begeistert und ich freue mich, euch dieses Video jetzt präsentieren zu dürfen. Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle natürlich auch bei Ellen persönlich, dass ich an dieser Show teilnehmen durfte, bei Corinna Maeve, die das Ganze veranstaltet hat und natürlich nicht zu vergessen bei Heiner Heinemann, der freundlicherweise für uns dieses Video erstellt hat. Also, ich freue mich, euch jetzt Ellen Aubier präsentieren zu dürfen. Mir vertrauen, na klar, ich verspreche dir, langweilig wird es nie. Du sollst für Liebe und Treue schwören, denn ich auch fühle, es muss der Lüge sein. Fantastisch. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Das war die Idee eines heutigen Kollegen, der auch Parodist ist, der mich auf einem Jazz-Frühshoppen getroffen hat und wollte mir eine normale Show schreiben. So, Sängerin steht auf der Bühne, sieht nett aus, kann nicht singen und singt Titel, die alle kennen und alle haben ihren Spaß. Und ich habe so aus Jux und Dollerei die Zahl an danach gemacht. Und da guckt er mich an und sagt, da machen wir gleich eine Parodieshow draus. Ich sag, was? Und so ist das dann entstanden. Denn das ist meine Welt und sonst gar nichts. Wenn du heute nicht bekannt bist, seit wann machst du diese Show? Also nicht die Show, sondern generell. Seit wann bist du in dieser Branche tätig? Du bist ja wahrscheinlich nicht irgendwann morgens aufgewacht, hast gesagt, so, ich mache jetzt Sängerin. Das ist ja nicht gestern passiert, oder? Ich bin mit 4 zu Hause ausgezogen und habe mich selbstständig gemacht mit der Show. Also ich bin seit 15 Jahren im Geschäft. Ja, da kann man mal wieder sehen, ne? Da sollte man mal drauf achten, mit 4 schon. Das ist ja fantastisch. Ja. Und dann bin ich anrufe und sage, spielen Sie doch mal Hélène Aubier, dann sagen Sie, das sehen. Und da sind Sie jetzt gefragt. Ne? Also jeden Tag hier bei Radio Bremen anrufen. Jeden Tag, immer zu einer anderen Uhrzeit. Also ich wünsche mir von Hélène Aubier den Wochenendblues zum Beispiel, weil der kommt nachher noch. Das ist der Wochenendblues, der Blues fürs ganze Wochenende. Jetzt kommt das. Du hast gerade gesagt, du kommst ja eigentlich aus einem ganz anderen Genre, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ursprünglich aus dem Jazz, ja genau, das ist mein Herzblut. Und da bist du auch noch tätig oder bist du dem jetzt ganz entwachsen? Nein, niemals. Nein, nein, nein. Geht gar nicht. Ja, selbst beim Soundcheck mit Klaus Janz, einem befreundeten Berufskollegen und Lebensgefährte von Corinna May, stellte die charmante, schnörkellose Künstlerin Hélène Aubier ihre facettenreichen Fähigkeiten unter Beweis. Nee, das wollen wir heute nicht.
heute wollen wir ganz gemütlich machen. Können wir das Ganze ein bisschen langsamer abspielen heute? Ich mach dann auch. Ja. Slow Motion, super Slow Motion. Ja, geil. So machen wir. Genau so machen wir. Bin ich voll für. So machen wir. Hast du das im Kasten? Ja, da ist leider nichts draus geworden, aber dafür das. 8, 9, 10, ja, was gab's denn da zu sehen? Es war ihr Du hattest es schon angedeutet, du machst ja auch eigene Dinge. Du machst ja nicht nur Parodien, sondern du nimmst auch eigene Texte auf, eigene Lieder. Einige hast du ja auch hier präsentiert. Wo holst du diese Ideen her? Am besten sind die Sachen, die so in 2 Minuten hingeratzt sind, ja? Ja. Wo man nicht überlegen muss, wie reime ich das jetzt oder so. Das ist mit dem Engel zum Beispiel. Das habe ich morgens um 5:30 in mein Handy eingesungen, habe mich umgedreht und weitergeschlafen. Ich schicke dir einen Engel und der wacht über dich mit Liebe Tag und Nacht. Ellen arbeitet interaktiv, spontan und gerne auf Tuchfühlung mit ihrem Publikum. Und die Ideen scheinen ja auch nicht auszugehen. Immer wieder baut sie neue Elemente in ihrer Show ein, wie hier zum Beispiel eine Persiflage auf Helene Fischer mit dem Song Atemnot in der Nacht. Wir haben sie jetzt gerade quasi von der Aftershow-Party mal eben schnell weggerissen. Wir wollen es jetzt auch nicht unnötig verlängern. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du dir nochmal eben die Zeit für uns genommen hast. Ja, ich sag dir danke, ganz, ganz toll, ganz, ganz lieb. Und in die Kamera auch an euch alle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich wünsche euch noch ein geiles Leben mit knallharten Champagnerfäden, mit fehlgegelteten Gönnern zusammen. Ich sehe doch ganz genau, dass ihr das zu eurem Glück nicht braucht. Dankeschön! Schön zusammen, bis zum nächsten Mal hier in diesem Festsaal, ausverkauftes Haus.